Man spricht ja sehr viel vom kleinen Mann auf der Straße. Wer ist das eigentlich? Nun, wir finden ihn hier im Museum Escher im Palast. Da ist der kleine Mann. Aber es ist ein großer Mann. Es ist der Leiter dieses Museums, Marcel Westerdieb. Herr Westerdieb, Escher war ja ein Meister darin, seine Zuschauer zu verwirren. Man blickt einfach nicht mehr durch. Wie macht dieser Künstler das? Escher ist natürlich der Meister von der optischen Illusion. Ja. Und was er macht, ist, dass er die Zuschauer lernt, zuzuschauen. Und was er sich dabei ausnutzt, das ist Spiel mit Perspektive. Und er bringt dabei auch verschiedene Welten zusammen. Ja. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal an. In dieser schönen Lithografie können wir eigentlich sehen, wie Escher verschiedene Welten zusammenbringt. Das Litho heißt drei Welten. Und das ist natürlich die Welt von der Fisch unter Wasser. Dann gibt es die Welt von den Blättchen auf dem Wasser, was eigentlich unsere Welt ist. Mhm. Und dann die Welt, die man nicht gleich sehen kann, aber die Escher doch zeigt mit dem Spiegelung. Und das ist die Welt von den Bäumen. Also die Umwelt. Aber das Schöpferische in dem Bild wird ja auch klar. Auch der Fisch ist ja Realität, weil ein Drittel der Niederlande liegt ja unter dem Meeresspiegel. Stimmt. Also ja. Ein Drittel ist gepoldert. Nicht? Man sagt ja auch, Gott erschuf die Welt und die Niederländer erschufen Holland. Escher hat natürlich viel gereist in seinem Leben. Er ist geboren in Leeuwarden. Mit seiner Familie ist er nach Arnhem gezogen. Und wenn er etwas älter ist, ist er selbstständig nach Italien gezogen. Mhm. Und die Natur hat ihn immer fasziniert. Mhm. In Italien war das natürlich noch sehr stark in die Berge. Mhm. Das Schöne mit Escher ist, dass man kein Kunstkenner, man braucht kein Kunstkenner zu sein, um von seiner Arbeit zu genießen. Aber wenn man es ein bisschen isst, dann kann man genießen, wie er mit natürlichen Elementen Sachen wie Ewigkeit und Unendlichkeit im Bild gebracht hat. Mhm. Das kann man hier eigentlich sehr schön sehen mit der Metamorphose 2. Die Sachen verwandeln und verwandeln. Und er geht auch hier von zweidimensional einen Moment nach dreidimensional. Mhm. Von hier wird es wieder zweidimensional. Mhm. Fische verwandeln in Vögel. Ja. Er geht wieder dreidimensional zurück nach Italien und endet dann eigentlich wieder, wie er angefangen hat. Und dann geht es wieder immer so weiter. Ne? Er hat sie auch hier als Kreis dargestellt. Also er wollte die Unendlichkeit darstellen. Wobei mich das ein bisschen an Woody Allen erinnert. Ne? Woody Allen hat ja gesagt, das ewige Leben zieht sich, vor allem gegen Ende hin.